Hallo Leute, herzlichen guten Abend. Weiter geht's mit unserem Lore Run in Dark Souls. Verlieren wir nicht viele Worte, legen doch gleich los, denn es geht heute, so ist der Plan, nach Anor Londo. Yes! Die Wege, oder halt der Weg ist geebnet, das Tor nach Sens Festung ist auf und ich sag nochmal ein ganz herzliches Hallo an alle. Schön, dass ihr alle da seid. So kurz die Lautstärke. Joker FMOPS, bald ist das zweite Switch-Baby da und es ist langsam Zeit, sich einen Namen zu überlegen. LUL wünsche euch allen einen tollen Freitagabend und einen schönen Start ins Wochenende. Ebenso, vielen Dank, Lissi Languste, für das Abo. Dankeschön. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Menschen. Zwei Herzen, rotes Herz, Feuer, Feuer. Bevor wir nach Anor Londo gehen, ich will mal noch eine... Wow! Elino, guten Dankeschön. Abend zusammen, hallo Daniel. Kleiner als 3. D. Ich würde ganz gern noch ganz kurz im Feuerballschrein vorbei zu unserem Pyromanten. Ich würde nämlich einfach mal den normalen Feuerball mitnehmen. Da wir ja eine fast maximal aufgelevelte Pyromantie-Hand haben und das könnte eigentlich eine ganz gute Alternative sein im Kampf. André, das Eisenspiel ist einfach nur Musik gemeint. Na, das ist absolut. Du liebst ja Soulsborne-Spiele. Hast du schon mal Berserk gelesen? Habe ich nicht. Nein, tatsächlich. Ich habe immer wieder davon gehört, dass das auch eine Inspiration war. Muss ich mir wohl mal antun. Resident Evil 4 Remake durch und als fantastisch eingestuft. Das Beste der Resident Evil Remakes, meiner Meinung nach. Ich finde es ganz, ganz toll. Wirklich super gelungen. Tasty Guitar Sushi. Interessanter Name. Dankeschön für dein Follow. Und Itzanagi hat ein Abo verschenkt. Nein, selber subscribed. Zur Abwechslung mal. Dankeschön. Einen schönen guten Abend an alle kleiner als 3. Vielen, vielen Dank. Oh, hello there. Wie weit bin ich in Wulong? Ich will nicht spoilern, aber ich habe vorgestern habe ich die Episode gedreht, in der ich mich ein Weilchen lang mit Lu Bo herumgeschlagen habe. Oh shit. Why? Tell me about it. Why, yes, of course. Thank you for sharing. I'm still an able pyromancer. I shall locate him myself. I'm in your debt once again. Immer gerne. A pyromancer's flame is a part. Ach, der wiederholt sich ständig. Okay, Gegenstand kaufen. Die normale Feuerkugel kostet 8000. Habe ich so viel? Be safe. Are you dead? Moment. Ja, ja, ja. 8000 kriegen wir zusammen. Um Gottes Willen, locker. Man kommt, da gibt es noch keinen Termin, wann der Elden Ring DLC kommt. Leider. T-Bay, TB Space of Games. Dankeschön für dein Follow. Abo. Dankeschön. Ach nein, Itzanagi hat Abos verschenkt. Jetzt geht's schon wieder los. Dankeschön, Itzanagi. 3 Stück. Vielen Dank. Der Zelda-Trailer, der war schon launig. Allerdings hat er nach wie vor meine für mich wichtigste Frage nicht beantwortet. Wird es wieder diese klassischen Zelda-Dungeons geben? Das ist das, was mir an Breath of the Wild extremst gefehlt hat. Die will ich zurück. Endlich ein Speer. Oh, der ist geil. Von meinem Blutsbruder. Guten Abend alle zusammen. So, Feuerkugel. Goodbye dann. Dann packen wir die Pyromantie-Hand noch auf meine. Das machen wir weg. Ah, nein! Achso, gut, dann kann ich ja bei André. Final Fantasy 16 hat mich auch sehr beeindruckt. Da freuen wir uns echt am meisten drauf sogar. Weil diese 20 Minuten Gameplay von der State of Play von gestern Abend. Die haben schon Laune gemacht, tatsächlich. Itzanagi, hör mal bitte auf. Dankeschön für die nochmal weiter verschenkten Abos. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wie die da immer noch rumtingeln. Hä, wo ist er hin? Wo ist er denn hin?
soll dir genehmigt sein. Dir nicht. Ich bin ja auf Arno Londo ganz besonders gespannt in diesem Lore-Run, weil Arno Londo ist ja auch irgendwo so ein kleines bisschen der storymäßige Dreh- und Angelpunkt oder einer der Dreh- und Angelpunkte. Was man da dann so alles rausbekommt. Man darf gespannt sein. Zauberei einstimmen. Feuerkugel. Zack. Nur 6 davon. Ich probiere mal gleich mal da vorne bei den Schlangenkriegern aus. Mr. Darkrow. Dankeschön fürs Abo und schön, dass du da bist. Kenne ich. Outlast nicht gespielt. Ich kenne den Titel, aber ich habe es nicht gespielt. Glaube ich zumindest. Oder ist das dieses Horrorspiel mit der Kamera? Oder verwechsel ich das gerade ganz böse? Yes! Warum mache ich keinen TikTok? Ah! Ich bin ja auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram unterwegs. Da allerdings auch einfach nur ein bisschen sporadisch. Weil der Tag hat auch nur 24 Stunden. Also dann habe ich es gespielt. Kid mein Joby. Ja, deswegen. Wie viele Fässer man da aufmachen könnte in Sachen Social Media. Uiuiui. Tut immer so weh, da runterzufallen. Gucke schon seit einem Jahr deine Videos und verfolge auch deine Streams. Dank dir bin ich Souls und Survival. Oh, das freut mich, Pala. Vielen, vielen Dank. Missionierung erfolgreich. Ja, jetzt hier in Sein's Festung wird es wahrscheinlich noch nicht so viel storymäßig geben, ne? Also mir fallen jetzt hier keine wirklich elementaren Items ein. Das sage ich zu Ubisoft Plus. Habe ich noch gar nicht mitbekommen, dass da was passieren soll. Ich habe irgendwie nur kurz irgendwie heute mal auf Twitter irgendwo mal was vorbeihuschen sehen. Aber mich nicht wirklich damit befasst. Es klingt per se schon mal nach Zweiklassengesellschaft. Rumpel die Pumpe! Schönen guten Abend zusammen. Dir auch und Dankeschön für dein Abo. Immer auf die Poppes. Oh oh. Bonk. Steppy Stomps. Graue Brocken, das wissen wir schon. Da steht nicht wirklich was drin. Sumo Dala, guten Abend. Zusatzabo. 18 Euro. Dafür muss ich sagen, hat sich Ubisoft für mich und für meinen persönlichen Spielegeschmack zu sehr von mir entfernt. Ubisoft hat eigentlich keine Marken mehr, die mich so interessieren. Dark Souls 1 auf Platin. Jawohl, Glückwunsch. Akoya Fox, guten Abend. Ey, erinnert ihr euch alle noch an euer erstes Abenteuer in Sen's Festung? Zum allerersten Mal Dark Souls 1 gespielt und hier sich durchgemüht, durchgequält. Those were the times.
Das ist echt so ein... Also Sens Festung ist ja echt, wenn man es kann und kennt, dann ist man da ja in 7 bis 10 Minuten durch. Aber das Ding, ich will es nicht sagen zu lernen, sondern da durchzukommen lebend. Also das ist echt schon harter Tobak, ey. Meine Herren. Immer wieder lustig, diese Slapstick-Szene. Ich liebe sie. Nochmal, komm. Oh. Wow. Was für Serien schaue ich zurzeit? Ich bin gerade ein kleines bisschen serienlos, weil wir haben, ich hab The Last of Us durchgeguckt, dann habe ich jetzt auf Amazon habe ich Jack Ryan 3 nachgeholt und jetzt bin ich gerade ein bisschen auf der Suche nach was Neuem. Ich hatte mir noch so eine Thriller-Serie irgendwo auf die Wunschliste gesetzt, ich glaube auf Netflix. Wir haben auf Netflix die Miniserie Criminal angefangen, was auch ziemlich cool ist. Aber ansonsten gerade tatsächlich gar nichts. Ich sollte mal The Witcher nachholen. Die erste Staffel gesehen damals und dann hat es irgendwie aufgehört. Waldfee! Hallöchen zusammen. Hallo Daniel. Hallo. Geht's euch gut? Ja, ich hoffe dir auch und Dankeschön für dein Abo. Anderer Angriff bitte. Anderer Angriff bitte. Angriff bitte. Danke, das meine ich. Ups. Anime bin ich nicht so der Fan von. Gerade auch von denen, die du nennst. Die sind mir... Das klingt jetzt böse, als es gemeint ist. Bitte nicht falsch verstehen. Die sind mir ein bisschen zu kindlich. Also ich habe so diverse Anime-Filme geschaut. Aber die müssen dann schon düsterer Natur sein. Also so Appleseed, Ghost in the Shell, Ninja Scroll und dergleichen. Oh, das Schlangenschwert. Deswegen, aber ich will das jetzt auch nicht schlecht reden. Das ist einfach nur persönliche... So, Schlangenschwert. Dieses einschneidige, blutbefleckte Großschwert stammt von den gleitenden Schlangenmenschen in Sens Festung. Den gleitenden. Einem gewöhnlichen Menschen wird das effektive Führen dieses schweren Trumps enorme Probleme bereiten. Guten Abend, der Fenris-Wolf. Berse. Ach, das ist auf Netflix sogar? Ja, okay, dann habt ihr mich jetzt. Dann, wenn es auf Netflix ist, dann... So, Logan. Wir haben dich gefunden und befreit. Sergeant, weder noch, leider. Leider. Klebemeister, findest du es verwerflich, wenn man sich illegale Spiele wie No One Lives Forever besorgt, wenn sie legal nicht mehr erwerblich sind? Ungeklärte Rechtslage. Ich find's... Ja, also generell bin ich kein Freund davon, sich Spiele zu klauen. Das ist ja immerhin geistiges Eigentum und da haben viele Leute sehr viele Stunden und sehr viel Geld reingesteckt. Insofern ist es per se schon mal, finde ich, nicht gut. In so einem Fall wie so einem 25 Jahre alten Spiel, dass es im Grunde einfach das nicht mehr existent ist, wo auch einfach im Grunde tot ist, wo sich keiner mehr leider drum kümmert. Ich würde so gerne ein Remake spielen. Also das wäre was. Ein Remake von No One Lives Forever. Ich weiß nicht, ob man da, ob ich das jetzt so sagen darf, ob man da ein Auge zudrücken kann, ob da der Zweck die Mittel heiligt, ne? Schwierig. Hartstahlring, was hat denn der zu erzählen? Dieser Ring gehörte dem Ritterkönig Rendal. Von dem haben wir noch nie was gehört, ne? Er verleiht seinem Träger Stärke und absoluten Willen, sodass er vor den Angriffen der Gegner nicht zurückschreckt. Zu einer der bekanntesten Legenden über ihn zählt die Begebenheit, dass er sich einem Riesendrachen stellte und diesen in Stücke schlug. Ein
Nee, den Trailer zu Dungeons & Dragons wegen der Mimik. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Stimmt, das muss ich mal noch nachholen. Musst du für die Lore-Runs eigentlich auch die Quests machen? Ja, das ist eins der wichtigsten Dinge in so einem Lore-Run, weil man natürlich so überhaupt in die Gespräche kommt mit den NPCs und diese weiterführt und vertieft. Also das ist mitunter das absolut Wichtigste hier. Schotel! Wo ist denn das hier? Schwert mit scharfer geschwungener Klinge. Hergestellt von Arstor, dem Grafen von Karim. Von dem haben wir auch noch nie was gehört. Schwierig zu führen, umgeht aber die Schildverteidigung und fügt auf diese Weise Schaden zu. Warum lebt ihr noch? Sag mal, Siegmeier, was hast du für einen Mist gebaut hier? Sorry. Not so sorry. Where did you come from? Splendid news, I tell you. Die grüne Aura um den Charakter ist ein Buff, mehr Ausdauer oder Ausdauergeneration durch das hier. Chloranthi Ring. Der verbessert meine Ausdauergeneration. Und deswegen dieser grüne Hauch, Schein, Effekt. Seit wann einen Pyromanten? Weil wir für den Lore-Run hier die Pyromantie-Hand aufleveln mussten, um Kelanas Questlinie fortzuführen und die ihres Schülers, der im Feuerbandschrein ist, dessen Name mir immer wieder entfällt. Irgendwas mit L. Ich kann mir den Namen des Dark Souls 1 Pyromanten nicht merken. Das ist unglaublich. Den man ja in den Untiefen befreit. Und deswegen dachte ich, die ist jetzt auf plus 14, die macht ordentlich Schaden. Selbst der normale Feuerball, also komm, baller mal damit ein bisschen rum. Aber es sind leider nur 6 Kugeln. 6 Feuerkugeln, das ist echt wenig. Habe ich jetzt eigentlich oft genug mit ihm geredet? Das darf ja nicht passieren. So, you see my sight. Yes, indeed. I've run up against a wall. Or a ball, to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough. Es ist nur deine Rüstung, du bist gar nicht so dick. Das ist mehr oder weniger dieselbe Figur, ja. Siegmeier heißt er hier, Sieg Ward in Teil 3. Aber die Spiele liegen ja einige Zeit auseinander, lore-mäßig. Deswegen, es gibt ja immer wieder Parallelfiguren, so wie Patches, der auch immer wieder auftaucht. Aber die ein und dieselbe Figur ist das nicht. Laurentius, dankeschön, Sumodala, dankeschön. Steel Rising letzte Woche beendet, muss sagen, kann man sich's, für einen Sale kann man sich's holen, tatsächlich, ja. Das stimmt. Das ist echt ein gutes Spiel. Der Funke ist bei mir jetzt nicht übergesprungen, aber ich finde, das ist echt ein gutes Spiel. Ja, es liegen Jahrhunderte mindestens sogar, tatsächlich, ja. Verschiedene Inkarnationen wie bei Zelda. Das ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Du bist durch Bleitown durch. Könntest du also wieder das Graswaffenschild verwenden, also wenn du willst. Ich glaube, dass das... Ich muss mal kurz den Vergleich ziehen. Ich glaube, dass das Schild gar nicht so viel schlechter ist. Kann das sein? Na, das ist sogar... Ja, die sind beide gleich gut. Tatsächlich. Und dann habe ich lieber 100% statt 95% physischen Block. Welcher Zelda-Teil ist mein Lieblingsteil? Mit Abstand, muss ich sagen, weil ich auch damit groß geworden bin, ist der Super Nintendo-Teil, Teil 3, A Link to the Past. Und dann kommt Ocarina of Time. Vieh, komm. Bull Hurley, guten Abend. Ja, schöne Ostertage. Randvoll mit Dauerverdauen. Das Übliche halt. So, let's wait here for a few minutes. Ich erinnere mich irgendwie an die Schlangentypen in Elden Ring. Viele Gegnertypen in Elden Ring erinnern irgendwie an Demon's Souls, Dark Souls, bisweilen auch Bloodborne. Baumbart, guten Abend. Es ist halt From Software, ne? Also, da sind zum Teil sogar 1:1 Gegner, also die
die Riesenkrabben aus Dark Souls 3 sind 1:1 in Elden Ring. Die Ratten, die es seit Dark Souls 1 gibt, sind so in dieser Form. Exakt 1:1 in Elden Ring. Warum ich warte? Wegen dem hier. So. Da sammeln wir jetzt den goldenen Schlangenring. Ne, ja doch, genau. Goldener Schlangenring. Mal sehen. Nein. So. Goldener Schlangenring. Das sind doch einige Items hier. Die Schlange ist ein unvollkommener Drache und das Symbol der Untoten. Da sie Opfer verschlingt, die größer sind als sie selbst, gilt sie auch als Symbol der Gier. Dieser mit einer Schlange verzierte Goldring gewährt seinem Träger eine höhere Chance, bei einem besiegten Gegner Gegenstände zu finden. Mimic! Die erste, ne? In diesem Spiel. Blitzspeer, eine super Waffe. Tatsächlich. Gewöhnlicher Speer der Soldaten, große Reichweite, kann gleichzeitig mit Schild genutzt werden, ist effektiv gegen harte Oberflächen und bewirkt im richtigen Moment eines gegnerischen Angriffs schweren Schaden. Der Trefferradius ist jedoch gering und er kann leicht durch Schilde abgewehrt werden. Also klassischer Speertext, nur halt, dass jetzt Blitz verzaubert ist. Ich bin erst mit Ü30 in die Dark Souls Bubble gekommen, aber ich bin auch ein riesiger Ocarina of Time Fan. Die Parallelen sind auch erstaunlich, wie das Fokussieren der Gegner, die Dungeons selbst, die Schatzkisten. Ja, das stimmt. Was ist ein Lore Run? Der Lore Run, da werden wir mit jedem NPC sprechen, jede Quest machen, jede Item-Beschreibung lesen, um in die Story und die Spielwelt und die ganze komplexe Lore von Hidetaka Miyazaki einzutauchen und sie zu verstehen. Ausrufungszeichen Info ist, glaube ich, Ghost King ist die, ist der Code hier für den Bot. Daniel, wie würdest du dich entscheiden, welches Spiel besser ist? Dark Souls 1 oder Bloodborne? Kann ich nicht. Sind beide bei mir auf Platz 1. Und da gebe ich keinem der beiden Spiele auch nur einen Hauch Vorzug. Beides für mich absolute Meisterwerke. Und das werden sie immer sein. Wo ist der? Da. Plonk! Schwarzer Zauberumhang. Habe ich den schon? Mal sehen. Hier. Der von den geheimen Zauberern Willi Uchiha. Dankeschön für dein Abo. Der von den geheimen Zauberern der Winheimer Drachenschule getragene Umhang. Sie arbeiten insgeheim mit klangbasierten Zaubern und geben sich nie zu erkennen. Deswegen müssen wir uns jetzt auch noch kurz den Ding anschauen. Stille war's. Ne, was hatten wir jetzt hier eingesammelt? War's Stille? Verstohlen Zauber in der Drachenschule von Wilhelm. Entwickelter Zauber verschluckt alle Geräusche des Wirkenden. Wilhelm steht unter der Kontrolle der Drachenschule. Und so überrascht es nicht, dass es dort auch düstere Geheimnisse gibt. Let us go to the other side. One Piece schauen, viel Spaß. Und ein schönes Wochenende, falls man sich nicht mehr sieht. Ach, ich liebe mein Schwarzritter-Großschwert. Das ist einfach eine so schöne Waffe. W-
Wappenring ruhender Drache. Dieser Ring wurde heimlich von einem bestimmten dubiosen Magier der Drachenschule zu Winheim getragen. Der Ring ist mit einem ewig ruhenden Drachen verziert und schluckt alle Geräusche, die sein Träger verursacht. Die große Preisfrage ist jetzt allerdings, sollte ich schon runter zu den... Wow. Jetzt bin ich eh schon hier. Ich weiß nicht. Das ist... Ohne den Ring da unten zu manövrieren, ist eine Katastrophe. Das machen wir... Schreibt euch das mal auf den Zettel. Dass wir den Keller von Sens Festung machen, nachdem wir im Asyl waren. Und dort den verrosteten Eisenring geholt haben. Schweizer Franken. Guten Abend. Und Sasuke, auch dir einen schönen guten Abend. Wie hat er jetzt die... Läuft die Maschine wieder? Aber in welche Richtung? Verdammt. Dann geh mal den Umweg. Bin Blanco, guten Abend. So, fast durch, ne? Naja, fast. Da fehlt noch ein bisschen was. Iron Blade. Bisher noch nicht so großartig was verpasst. Tatsächlich nicht. Er hat halb durch Sens Festung durch. Nichts Spektakuläres passiert. Ich weiß, es ist uncool, aber ich glaube, du hast was vergessen. Was denn, Sumo Dala? Was heißt Loran? Ausrufungszeichen Info, Bim Blanco. Dann kriegst du die Antwort. Und mein goldenen Schlangenring. Nee. Au! Da liegt nur der Schlangenring. Da ist noch ein Raum. Nein. Da geht's halt einfach nur, da rollt die Kugel in eine Sackgasse hinein. Kein Problem, kein Problem. War alles gut. So. Ich weiß, durchrennen ist keine gute Idee in diesem Spiel. So nah am Bonfire. Ah, es hat noch ein bisschen gefehlt, aber... Kein Problem. Au. Hey. Oh, dodged it like a pro. Au. Und tot. Ohoho. Au, jetzt bin ich tot. Bullhölle, ich würde persönlich sagen, dass Schwierigkeitsgrad jeder anders empfindet. Bloodborne unterscheidet sich deswegen sehr stark von Dark Souls, weil es ein sehr viel aggressiveres Kampfsystem hat. Es gibt kein Blocken, kein Schild, hinter dem du dich verstecken kannst. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen.
Nein, die Titanit-Dämonen, die holen wir nach, so wie ich den... Was ist denn jetzt plötzlich los? Den eisernen, den verrosteten Eisenring aus dem Asyl zurückholen. Dann gehen wir hier nochmal hin. Weil wenn ich da unten im knietiefen Wasser mich nicht gescheit bewegen kann, dann ist es echt mühselig. So mühselig, wie jetzt hier gerade an diesen blöden Soldaten vorbeizukommen. Wieso nicht zuerst Asyl? Weil... Das ist eigentlich eine gute Frage. Warum nicht? Komm, mach mal. Der Kampf gegen den Streunerdämon, der wird jetzt halt ein bisschen dauern, weil ich noch nicht so viel Schaden verursache. Mal sehen. Aber warum nicht? Klar. Dann habe ich zumindest schon mal meine Titanitscholle für später. Sophia, wie man den Dämon des Hasses besiegt, guck mal in meinen Einsteiger-Guide auf YouTube. Da habe ich einen Video-Boss-Guide gemacht zu dem gesamten Spiel im Grunde. Und vielleicht hilft das. Es ist einfach, ja, es ist Learning by Doing, ne? Failen, wieder probieren, immer mehr versuchen, ihn zu beobachten, zu verstehen, richtig darauf zu reagieren. Das ist auch für mich ein ziemlich harter Weg. Fast bei jedem Boss in Sekiro. Ich hab in die falsche Richtung geguckt. Ja, den Schlangenring, den habe ich geholt. Den goldenen. Tateus, dankeschön. 100 Bits. Vielen Dank. Danke, dass du mir deinen Nachnamen verrätst. Es ist nur schwer bei euch allen, mir die Vornamen, zu merken, wenn ihr mir die verratet. Da ist das Lesen des Nutzernamens ein bisschen einfacher für mich. Sorry dafür. Es hat nichts mit mangelndem Respekt zu tun. Aber wenn mir jeder von euch seinen Vornamen verraten würde, oh, ich hab's extrem mit Namen. Nicht. Deswegen, wie heißt dieser Pyromant hier in Dark Souls 1? Laurentius, dankeschön. Na, Pyromant natürlich, stimmt. Vorname Laurentius, Nachname Pyromant. Wollte man in deinem Elden Ring Blind Playthrough wissen, wie viele Versuche die anderen Spiele gebraucht haben bei Malenia? 233 Versuche? Oh ja, der Kampf ist so geil. Also Malenia ist auch mein Lieblingskampf in diesem Spiel. So. Here and back again. Können wir ihn Manfred nennen? Den Pyromanten? Warum nicht? Ist hier nicht auch einer? Es sind noch immer zwei. Ach, da hinten. Pyromanfred! Gute Idee. Feuermani. Auch geil. Feuermani. in welche Richtung gehen wir zuerst? Da lang. Maliketh ist auch geil. Der ist allerdings... Oh, der ist den finde ich noch schwerer als... Schwerer zu durchschauen als Malenia. Also Maliketh ist... Ah, uff. Kann man sich bei Bloodborne auch Hilfe bei Bossen holen? Ja. Nicht bei allen. Aber es gibt auch da Rufzeichen. Man muss allerdings... Es gibt weniger als in Dark Souls und die meisten hängen tatsächlich auch mit Questlinien zusammen. Roter Brocken. Wie heißen die zwei von Maliketh? Die zwei? Ich
Kriegt man beim Weisen? Nein, da kriegt man keine Hilfe. Den muss man alleine meistern. Leider. Oscar! Zum Untoten geworden. Komm. Und deiner Fedroll. Das ist so peinlich, gegen dich zu kämpfen, ehrlich gesagt, aber. Ich lass mich trotzdem treffen. Eieiei. Okay, er soll auch seinen Erfolg kennen und spüren. Ey! Warum tue ich mich jetzt gerade so schwer gegen Oscar? Das gibt's ja nicht. Der Doppelboss von Maliketh. Maliketh ist auf Farum Azula, da gibt's keinen Doppelboss. Also wenn dann die Götterskalpe, die allerdings ziemlich weit davor sind, weil da gibt's ja dann auch noch das Cleric Beast oder das Cleric, die Kleriker Bestie oder wie sie nennt. Der deine super Einsteiger-Guide haben mir sehr geholfen. Gerne. Dann den optionalen Drachengott gibt's auch noch. Wappenschild. Dankeschön für dein Abo. Vielen Dank. Der Schild eines namenlosen Kriegers. Der hat doch einen Namen. Oscar. Vielleicht eines hochrangigen Ritters von Astora. Einer der verzauberten blauen Schilde. Der Wappenschild reduziert Magieschaden. Die Tür ist auf. Eieiei! Komplett vergessen, dass es diese Falle immer noch gibt. Loran. Eintauchen in die Story, die Spielwelt und die Lore von Dark Souls, indem wir alle Questmeister mit allen NPCs sprechen und alle Itembeschreibungen lesen. Mir geht's gut, dankeschön. Die Götterskalpen sind heftig, ja? Wenn man den Trick nicht kennt. Schlaf. Gegen Schlaf sind sie extrem anfällig. Die Waffe mit Schlaf verzaubern oder die Schlafwurfbomben verwenden. Piece of cake. Den Schild würdest du nehmen, wenn er mich nicht gerade an meine Belastungsgrenze bringt. Jetzt mal kurz gucken. Der Vergleich kann natürlich nicht... Hey! Rude. Ja, vor allem jetzt dann gegen Ding, ne? Ey! So frech. Gleich schwer. Okay, dann ist gut. Ich brauche New Game Plus allein schon wegen Ornstein und Smau. Ja, und auch wegen den beiden Enden, ne? Und wegen Karth und der Urschlange Framed und Karth. So, jetzt haben wir zumindest mal den Ring. Endlich mal wieder geschafft, Steff. Das freut mich. Der verrostete Eisenring. Was hat der denn zu erzählen? Dieser Eisenring hat schon viele Schuldige in Schach gehalten. Er ist sehr verrostet und mit einigen Blutflecken besudelt. Wer Gefallen an diesem seltsamen Ring findet, wird sich freuen, wenn er entdeckt, dass er auf unsicherem Untergrund, wie in Sümpfen, die Balance des Trägers verbessert. Klebemeister, die Zwischensequenz bei Sith ändert sich nicht durch die Rüstung von Artorias, sondern wenn man Sith im DLC befreit, bevor man Sith im Hauptspiel bekämpft. Das ist der Unterschied. Ist mein Schwert wenigstens plus 5? Nee, noch lange nicht. Das ist... Plus 3. Das ist schon ordentlich. Damit kann man schon gegen den... Streuner-Dämon. Der ist nicht schwer, der hat nur sein Schadensoutput ist halt... Und wenn man einen kleinen Fehler macht, dann hat man ein Problem. Aber ansonsten... Kein komplexer Boss. Wie hast du eigentlich bei Tamisha den ersten... Mainboss besiegt, oder? Ich komme mit dem überhaupt nicht... Ich weiß nicht, da irgendwie lag mir der total. Ich weiß nicht, warum ich den so gut hinbekommen habe.
Kann ich mir auch nicht erklären. Noch eins. So, die Puppe. Ich muss alles machen, Schweizer Franken. Wenn ich die Lorg in seiner Gänze, in ihrer Gänze erfahren möchte, ganz klar. Wir müssen nur tatsächlich eine interessante Reihenfolge angehen, weil ihr habt entschieden, dass wir nicht mit Framed sprechen, sondern zu Carth gehen. Das heißt, ich darf das Lord Vessel nicht platzieren. Teleport fällt also flach. Ich muss also erst die Four Kings bezwingen. Dafür muss ich aber erst Sith bezwingen. Davor muss ich allerdings erst in den DLC, weil auch ihr habt entschieden, dass wir die Zwischensequenz anschauen, die kaum keiner kennt. Nämlich die, dass Sith einen wiedererkennt. Ich muss also das Spiel komplett anders anfassen. Das wird schon spannend. Weil nach Anor Londo geht's eigentlich in den DLC. Weil ich kann das Lord Vessel nicht platzieren und damit die orangene Nebeltore lichten. Ich kann also weder in die Dämonenruinen noch ins Archiv des großen Herzogs. Noch hinunter zu Nito. Das wird spannend. Sehr früh in den DLC zu gehen. So, die Puppe. Die ist hier, ne? Eine merkwürdige Puppe mit seltsamem Kleid. Ein Schrecken, der keinen Platz in dieser Welt fand, klammerte sich fest an dieses Spielzeug und wurde letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Guten Abend, Kölsch. Aber du kannst doch erst ins DLC, wenn du in den Archiven warst, wegen dem Anhänger. Stimmt. Stimmt, oh Gott. Leute, wir müssen eine schicksalhafte Entscheidung treffen. Sith oder Carth? Mr. Darkrow, bist du da? Bist du wach? Könntest du eine Umfrage starten? Ist tatsächlich wahr. Wir müssen uns entscheiden. Das geht nicht beides gleichzeitig. Rotze! Guten Abend. Nicht Sif, Sif. F. Das war gut, Daniel. Irgendwo ging das mit dem Furz-Moment. Es gibt einen Bug, mit dem man... Ja, aber nee. Jesus und Exploits und Bugs und dergleichen. Das ist nicht mein Spiel. Herr Schleichlinger, guten Abend. Oh, der Schaden ist gut. Damit kann man arbeiten. Ich weiß nicht, ob das gilt, Rotze. Ob man, wenn man das Lord Vessel platziert, ohne mit Framed gesprochen zu haben, ob das tatsächlich reicht, damit Carth gespawnt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das würde ich gern verifiziert wissen, bevor wir das Risiko eingehen. Der Boss mag auch mein Großschwert nicht so wirklich, merke ich gerade. Das ist echt kein... Der Typ ist einfach keine Herausforderung.
So, jetzt bekommen wir die erste Scholle, die können wir auch mal lesen. Die graue Scholle. Titanitscholle, diese Schollen wurden von einem unbekannten Schmiedegott vererbt, der die Waffen der anderen Götter schmiedete. Mit dieser Scholle geschmiedete Waffen werden zu seltenen legendären Waffen. Man muss die Four Kings töten, dann dort unten das Lord Vessel platzieren. Also, dann ist es so, dann geht nur das eine oder das andere. Karth versus Sif. Wie soll die Frage lauten? Karth, Sif sind die beiden Antworten. Die Frage ist, welchen von beiden verfolgen wir? So können wir es nennen. Obwohl ich mir schon ziemlich sicher bin, wie die Antwort aussieht, aber ich sag nichts. Ich will euch nicht beeinflussen. Sith als dritte Option. Scherzkeks. Oh, wie ich gerade hier bin, ich muss mal ganz kurz das Lösungsbuch holen von dem Krähenmädchen, um zu gucken, ob ich hier was gegen Funkeltitanit eintauschen kann. Die NPCs von Dark Souls 356. Weil ich weiß es leider nicht auswendig. 356. Wo ist es? So leer. Instead, the Lord Draco, the Framed, Siegmeier, Sieglinde, Eidcharaktere, Sonnenlicht, Kaufleute. Jetzt wird's spannend. Aingi, Kelana, Dusk, Ingvar Treuer, Patches, Falkenmädchen. Da. So. Funkeltitanit. Oh ja. Oh ja. Die Klumpen, die Moosklumpen. So war's. Da bringe ich jetzt mein Schwert ein bisschen hoch. Das ist gut. Bin schon gespannt, was Lösungsbuch von... das wären zwei. Es gibt schon eins. Ich hab's hier. Das ist Teil 1. Mit Rani drauf. Gebunden. Dick. Schwer. Damit kannst du einen Menschen erschlagen. Hat 500 Seiten. Und Teil 2 soll dieses Jahr noch kommen. Weil das umfasst im Grunde nur die Spielwelt und die NPCs. Die ganzen Boss-Taktiken sind da noch gar nicht drin. Und wer weiß, was sonst noch alles. Wahrscheinlich inklusive DLC? Fragezeichen? Könnte sein. Ey, ich hab hier alle ein ganzes Regal voll, alle Lösungsbücher, weil die nebeneinander aufgereiht, die sind ja alle von Future Press, bis auf das von Dark Souls 3, das ist scheiße, dieses Buch. Das sieht einfach klasse aus und ich liebe es, da drin rumzuschmökern. Das ist, und die haben auch Seltenheitswert mittlerweile. Also die Lösungsbücher von Dark Souls 1 noch vor Remastered, da zahlst du gebraucht 150 Euro dafür. Also das ist echt fast schon eine Geldanlage. Fanny Manzu, wir sprechen mit allen NPCs, wir machen alle Quests und lesen alle Itembeschreibungen, um zu verstehen, was Miyazaki in diesem Spiel erzählen möchte. King Iron, guten Abend. Torch Hollows, schlimmsten Feinde. Prove me wrong. Ob Valheim weitergeht, weiß ich noch nicht so genau. Ich muss, zurzeit ist mit... Au! Sag mal! mit Sons of the Forest, Wulong und eben halt auch Elden Ring, ein bisschen andere Prioritäten. Grounded muss ich ja auch noch fertig machen, da soll offenkundig nicht mehr so viel sein. Jungs. Wie mein Kampf zu Lu Bu gelaufen ist, werde ich überhaupt nicht verraten. Gar nicht. Ganz und gar nicht. Das müsst ihr euch dann selber anschauen. You. Give me.
So, also Moosklumpen. Jede Menge Moosklumpen. Die gelben, die roten auch? Ja, tatsächlich. Ablegen. Warum sie das im Remake... Ach, Quatsch. Warum sie das nicht im Remake geändert haben, dass man hier kein Save and Quit machen muss, will mir nicht in den Kopf. Das ist so eine dämliche, Entschuldigung, Kacke. Sechs Stunden hat es bei mir nicht gedauert. Und ich habe das Video gedreht und in diesem Kampf keinen einzigen Schnitt gesetzt. Also das, was ihr da erlebt in dem Video, wenn es dann kommt, ist mein Echtzeitkampf rund um Lubu. War jetzt kein Remake, Entschuldigung, Remaster. Aber selbst Remaster haben, das Spiel hat einige Quality of Life Improvements, dass man mehrere Seelen gleichzeitig konsumieren kann, dass es das mehrdirektionale Ausweichen gibt und so weiter. Also es ist ja was gemacht worden an etwas Modernisieren. Aber das hier, dass das immer noch so ist, bescheuert. Also unerklärlich. Vollkommen. Du hast ja recht. Das war jetzt auch kein Schimpfen in deine Richtung. Ich beschimpfe das Spiel. Kann man nicht? Nein, kann man auch nicht. Das geht erst ab Dark Souls 2. RIP Controller, du musst ein bisschen an deinem Anger Management arbeiten. Eine ruhige Gelassenheit entwickeln. Eine Souls-Gelassenheit. Gerade 50.000 Seelen verloren? Fuck it. Mein Gott, das wird's nicht das letzte Mal gewesen sein. Ist egal. Weiterspielen. Seit dem letzten Update soll die Fackel heller sein. Warum nutzt ihr diese nicht in den Höhlen? Die Taschenlampe gefällt mir besser. Ich weiß, die Taschenlampe liegt mir irgendwie eher. Die Fackel, die blendet mich irgendwie zu sehr. Noch mehr Funkeltitanit irgendwo? Das Jaucheküchlein. Wo ist die Kacke da? Die dampft sogar noch richtig schön. Erbsensaft. Dankeschön. Guten Abend. 19 Monate. Dir auch einen schönen guten Abend und danke dir. Wir müssen wegen dem Ring des Nebels mal hier wieder zurückkehren, aber erst, wenn ich eine Schädellaterne habe. Insofern, Brutal Style, dankeschön. Auch dir für dein Abo. Das soll es erstmal reichen. Ah, so, wieder zurück ins Regal. Uff. So. Okay. Sith versus Karth. Okay, also dann macht ihr es mir auch tatsächlich mit dem Spiel ein bisschen leichter, weil dann können wir das Lord Vessel ja platzieren und somit auch rumteleportieren, was es einfach dann im Endgame viel einfacher macht. Dankeschön für die Umfrage, Mr. Darkrow. Dankeschön für alle abgegebenen Stimmen. Das ist gelebte Demokratie hier. Wir werden... Und das ist das, was ich auch erwartet hatte und uns die sehr selten gesehene, weil das kaum jemand weiß, sehr geheime Zwischensequenz, Introsequenz von Sith erspielen. Mein Mann ist tatsächlich parallel im Wohnzimmer am Zocken, der spielt gerade Strange of Paradise, Final Fantasy Origins. Wir haben da jetzt jüngst den Season Pass nachgekauft, haben es dann nochmal durchgespielt und das schaltet ja einen neuen, sehr hohen Schwierigkeitsgrad frei. Und nur dort kann man die neuen Missionen spielen. Total bescheuerte Idee von Team Ninja, das so zu machen. Es gibt so viele Leute, die Final Fantasy Origin wegen der Story gespielt haben. Und es gibt auch einen Schwierigkeitsgrad, der sich auf die Story konzentriert und man es einfach schön durchspielen kann. Und dann der DLC ist nur Endgame-Material, nur für den obersten Schwierigkeitsgrad. Wie bescheuert. Also sowas Dummes. Ich verstehe die Entscheidung nicht. Wirklich nicht. Ja, also er hat mich tatsächlich auch zu Dark Souls gebracht damals. Er war derjenige, der mir gesagt hat, komm, lass uns das mal ausprobieren. Ein Lore-Run kümmert sich, oder da tauchen wir in die Story ein.
Wir sprechen mit allen Charakteren, machen alle NPCs, alle Quests durch und lesen alle Itembeschreibungen. Ach, hier ist ja auch gar kein... Ja, da müssen wir zu André hoch. Aber da wollten wir ja jetzt eh hin. Wieder nach Sens Festung hinein. Und jetzt können wir auch unten im Keller ein bisschen aufräumen. Und unser Schwert upgraden. Weil man ihn sonst hinter dir beim Zocken... Ach so, ja, das ist quasi Arbeits-PC und Freizeit-PC gleichzeitig. Also zwei Rechner. Und da spielt er dann entweder Excel oder er spielt Final Fantasy 14. Aber Final Fantasy Origin haben wir damals auf der PS5 gekauft, weil es erst vor kurzem für den PC auch veröffentlicht worden ist. Für 40 Euro finde ich vollkommen fair. Schönes Spiel. Und deswegen ist er im Wohnzimmer. Macht Pinwheel zwischendrin Sinn? Nein. Ich habe das in meinem Walkthrough damals gemacht, um Einsteigern früh möglichst die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre Leuchtfeuer, die sie brauchen, auf 20 Estus zu bringen. Ich würde es heutzutage nicht mehr so empfehlen, nicht mehr so machen. Deswegen, die Katakomben runter und wieder rauf, ohne Lord Vessel. Ghostwire Tokyo würde ich mal nachholen, tatsächlich, weil das ist auch bei PS Plus ist das, glaube ich, auch dabei aktuell. Will mal reinschauen. Ich brauche keine 20 Flasks, tatsächlich. Auch nicht im DLC. Also, je nachdem, wie ich jetzt hier eigentlich vorankomme. Ich habe ziemlich viel Seelen verballern müssen für meine Pyromantie-Flamme und eventuell fehlt mir das im DLC. Werden wir sehen. Mal gucken. Schwarzritter Großschwert plus 4. Und jetzt? 2 Funketitern immer noch. Damn you! Don't get yourself killed. Für die Axt? Ja. Im DLC finde ich gar nicht, dass der DLC. Ich finde gar nicht, dass der DLC gut ist, um Seelen zu farmen, abgesehen von den Bossen. Und Farming kann man das ja nicht nennen. Ich finde nicht, dass die DLC-Gegner hier in Dark Souls 1 für das, was sie sind, Seelen bringen. Ganz im Gegenteil sogar. Da muss ich tatsächlich hart widersprechen. Vier Punkte hoch. Wow. 8 Punkte. Darkroot, beste. Ja, mit den 3-4 Geistersoldaten, ne? Alle ins Loch locken, 8000 Seelen, zack, fertig. Die Phalanx ist auch nicht schlecht, gibt auch 5000 Seelen, ne? Wenn sie alle platt sind. Das ist auch tatsächlich ein guter Ort. Da kommen wieder neue Videos zum Ending Einsteiger. Morgen früh, glaube ich. Morgen früh kommt Jura, der Jäger der Blutfinger. Und als nächstes steht dann auf dem Programm für die nächsten Wochen Patches, die Questlinie um Patches, die Questlinie um Herrin Tarneth vom Haus Vulkan. Dann, wie man die Rätsel um alle Magietürme löst. Und dann kommt Schloss Sol und Commander Nial. Ja. Hab einiges zu tun in nächster Zeit. Reicht das noch für nochmal ein Level Up? Nee, ne? Hierophis, guten Abend. Und danach kommt Malenia. Ah! Dauert noch ein bisschen. Da kommt noch ein bisschen was davor. Aber Schloss Sol ist ja quasi der Weg, die Ebene, das Ebenen des Weges zum Harlekbaum. Nee, das reicht nicht. Ganz knapp nicht. Ja, kann man Pyro platt machen. Gut, dass ich eine Pyromantiehand dabei habe. Okay, alles klar.
Bevor ich es vergesse, lege ich gleich mal den Ring an. Kann ich den Havelsring ablegen und trotzdem, jetzt wo ich ein bisschen in Ausdauer investiert habe? Ja, geht. Der Commander im Schneegebiet, genau. Der mit seinen. Der wäre gar nicht so schlimm, wenn er seine blöden beiden Schergen nicht dabei hätte. Ich hasse Gegner, Bosse, die Mobs mit dabei haben. Ah, das ist echt nicht gut designt, weil der Boss muss sich auf seine eigenen Fertigkeiten verlassen können und dadurch anspruchsvoll sein und nicht seine Schergen vorschicken. Ich hasse sowas, echt. Ich habe nur noch zwei Seelencontainer, glaube ich. Keine drei mehr, deswegen reicht's nicht. Um 500 nicht. Gut, ich könnte jetzt die beiden umhauen hier. Und dann reicht's. Können wir machen. Warum nicht? Ja. Ich hasse diese Burschen, wirklich. Ja, mit einem Item auf die eigene Seite ziehen, so geht's auch. Ja, das stimmt, tatsächlich. So. Es waren doch drei. Na ja, gut, dann machen wir zwei. Als Schlangenkrieger? Nee, das würde ich nicht machen. So, mehr Kondition. Alles klar, jetzt aber. Parieren wie vorhin bei Black Knight, ja, stimmt. Wäre auch möglich gewesen. Wieso ist der Schalter? Wieso ist der Schalter unten? Lustig. War da schon rein, hä? Ah, Pyromantie an plus 14, Mann. Wie finde ich New Game Plus Runs? Hängt ab vom Spiel ab. Ich hab's eigentlich in allen Dark Souls ganz gerne gespielt, aber einfach nur, um weiter Dark Souls spielen zu können. Das Plus an Herausforderung war es nicht wirklich, weil das war für mich persönlich nie wirklich spürbar. Und abseits jetzt zum Beispiel Dark Souls 2, wo es neue Phantom-Invasions gibt, oder Dark Souls 3, wo es neue exklusive Ringe gibt, ist da ja eigentlich auch nicht wirklich viel Motivation. Natürlich kann man die New Game Plus nehmen, um die anderen Enden zu sehen, die From Software-Spiele in der Regel haben. Auch eine Möglichkeit. Demon's Souls, der stimmt. Da ist wirklich mehr Schwierigkeit drin. Der hat einen extremen Anspruch. Hey! The damage is real. Zwei Schläge waren das jetzt. Ist der runtergefallen, der Bursche? Seelencontainer, jawohl. Lass mich mal hinter dich. Ah! Das Plus an Ausdauer macht sich gerade bemerkbar. Dämonentitanit. Sense. Lesen wir beides mal.
Hellebarde mit einer großen Klinge, eine spezielle Sense für den Kriegseinsatz. Sie eignet sich besonders zum Aufschlitzen. Doch ein falscher Schwung und man steht ohne Deckung da. Ja, blöd, ne? Ach da haben wir schon 3 davon gefunden. Alles klar. Also, keine Info. Schmeiß doch mal die ganze Zeit. Ach, der war das, der geschossen hat, ne? Nicht der Zauberer von oben. Oh, oh. Ja. Die haben keine, den kann man den Schwanz nicht abschlagen. Leider. EM, auch dir einen schönen guten Abend. Komm mal näher. Die haben tatsächlich einen kleinen Aerial Off Effekt bei ihrer Sprungattacke. Das ist brandgefährlich. Weil sie zweimal treffen. Ist zum Kotzen, ey. Jetzt werde ich getroffen, weil ich keine Ausdauer mehr hatte. Wie finde ich den Ring des Nebels? Was meinst du damit? Also den, wie ich ihn bekomme oder wie ich ihn, was ich finde, dass, wie cooler ist. Ob ich ihn cool finde, nützlich. Mein Spielstil nicht. Wenn es der ist, der quasi die. Wo man in Rollen. Bei Rollen unsichtbar wird. Elden Ring Anime Fighter Mods. Ich habe mich, was Mods angeht, noch gar nicht so wirklich mit Elden Ring befasst, weil ich noch zu sehr in meinem Einsteiger-Guide mit drin stecke. Und das Thema Mods und Elden Ring wird erst danach für mich interessant. Oh ne, ihr beide. Ihr wollt mich verarschen. Ihr kommt beide hier runter. Aber warum gehe ich überhaupt noch hier runter? Ich habe jetzt alle Items eingesammelt und das Dämonentitanit brauche ich jetzt nicht wirklich. Okay, gut. Ja, in Demon's Souls heißt der Diebesring und da ist es einer der wichtigsten Ringe des Spiels. Volles Gegnerprogramm. Aha. Ihr zwei, ihr raubt mir heute den letzten Nerv, wisst ihr das? So, Jungs. Legt euch nicht mit dem Pyromanten an. Logan, den habe ich befreit. Der ist im Feuerbandschrein und wartet auf Gespräch. Pyromanfred. Fragwürdig. Manchmal trifft er, manchmal nicht. Das ist ganz komisch. Ich brauche 15 Intelligenz für Logan. Ja. Da war was.
Da war was, stimmt. Ungünstiger Opener. Ja, zu 50% ist man an dieser Stelle sicher. Deswegen habe ich da ganz bewusst zu Estus gegriffen. Diese Entscheidung war falsch. Ja, wenn ich da unten schon bin, dann will ich die beiden auch platt machen, weil die geben mir auch nochmal ein bisschen Seelen und das Dämonen-Titanit, mein Gott, kann auch nicht schaden im Zweifel, wenn wir dann damit irgendwas schmieden wollen, verbessern wollen, wer weiß es. Kann ja nicht schaden. Im Zweifel verkaufe ich es bei Karth, Fremd. Doppelte Hitbox. Der will's halt echt wissen. Oh, das ist der Stärkere. Der hält viel mehr aus als die anderen beiden. Kann nicht wegrollen, das ist unglaublich. Fünfzehn für Logan, okay, blöd. Das war Nummer 1. Ohne Estus. Nicht unbedingt, nachdem man bei ihm verkauft hat, ist auch für... Ja. Kondition 20, dann bin ich damit auch zufrieden. Ein Loran! Alle Quests, alle NPCs, alle Itembeschreibungen. Um in die tiefe Lore, Story und Spielwelt von Dark Souls einzutauchen. Das ist ein Loran. Gut, jetzt aber vorwärts. Wir gehen, wir lassen den jetzt da unten. Titanit-Dämon sein. Falls wir nochmal Dämonen-Titanit brauchen, wissen wir, wo wir es finden. Hast dich ganz schön an der Säule entlang. Oh, gemogelt. Und ich bin tot. Ja. Wulong im Stream spielen. Ich mache jetzt erstmal meine Videoreihe und dann überlege ich mir, was ich mit dem Spiel noch mache. Mir gefällt es so gut, dass ich damit, glaube ich, noch ein bisschen länger und ein bisschen mehr was machen will. Heute habe ich es mit dem... Die beiden, die sind heute meine Nemesis. Also wirklich. Das ist unglaublich. Tanzrecht, vielen Dank. Vielen Dank für dein Follow. That's the way.
Lauren zu Cinders Mod. Ah, das ist schon ein bisschen arg speziell. Und ja, ich respektiere wirklich die Arbeit von Moddern, und die Cinders Mod ist wirklich auch ein herausragendes Beispiel. Aber dann so dermaßen tief. Ich habe so viele schöne Ideen und Projekte, da ist eine Mod jetzt zum zweiten Mal anfassen nicht so meine Priorität. Weil wenn wir wieder mal was mit einem Lawrun machen, dann will ich das auf jeden Fall mit Bloodborne machen. Nach dem Lawrun? Gute Frage. Das steht noch nicht fest. Ich bin da ergebnisoffen, wie man das so schön sagt. Wie werden denn Quests mit mehreren Enden gehandhabt? Hier gibt es keine mehreren Enden in Dark Souls 1 für Quests. Nur das Ende selbst. Aber eigentlich ist jede Quest sehr linear. Lust, einen Magier-Run zu machen? Das ist halt, Magier-Run ist zu wenig speziell. Also wenn ich solche Spiele wieder anfasse, aus welchen Gründen auch immer, dann entweder um sowas wie hier zu machen oder eine Challenge mir zu stellen. Und Magier-Run ist halt, es ist halt ein spezieller Build, und das war das Einzige daran. Und Magie ist zudem auch im Grunde eigentlich nur zum Zuschauen, schätze ich, in den ersten paar Spielstunden interessant, weil Magie wird sehr schnell, wenn man es konsequent ausbaut, extrem übermächtig, und dann läuft man da durch wie so ein warmes Wässer durch Butter. 10 Estus brauche ich nicht tatsächlich hier in Sens Festung. In Anor Londo dann. Das Magier-Ending sei das Schwerste. Ja, man muss halt sich als Magier weitgehend verdingen. Und das ist in Elden Ring jetzt nicht so einfach wie in Dark Souls tatsächlich. Die von Onion Bro? Nö, also die endet mit seinem Tod, egal was du tust. Siegmeier heißt er. Und egal was du in dieser Quest drehst und wendest mit seiner Tochter zusammen, es wird am Ende so ausfallen, dass sie ihn umbringen muss. Schusswaffen-Mod für Dark Souls. Ich bin kein Schusswaffen-Fan. Ich mag, in Rollenspielen mag ich dann eher so den Nahkampf. Ich finde die Tochter nicht. Die ist ein Ding. Im Garten vom Archiv vor der Kristallhöhle von Seath, da ist sie in einem Kristallgolem versteckt. Oder gefangen. Wenn die da nicht auftaucht, dann hast du Sigvards Questlinie nicht richtig verfolgt. Weil du musst ihn auch später nochmal in Schandstadt treffen, bevor du nach Anor Londo... Anor Londo trifft ihn als nächstes, dann musst du nach Schandstadt runter, weil er dort im Sumpf steckt und nicht weiterkommt. Und erst wenn man da bestimmte Schritte gemacht hat und ihn weitergeschickt hat, der will ja nach Izalith runter, taucht sie überhaupt erst im Garten auf. Wer tapst denn hier so rum? Aber ich hab's schon ein paar Mal gemacht, Hansrecht, deswegen... Ist das ein Trollloch oder komme ich da zu dem einen Item? Ich kann mir das nicht merken, ob das ein Trollloch ist. Oder ist es da, wo ich zu dem Item komme? Es war das Trollloch. Ach! Den Ring haben wir schon geholt. Den haben wir schon vorhin geholt. Hier war ich schon, nämlich.
Wow. Du bist auch so Depp. Achso, ja. Ne, wir haben es schon geholt. Das Item. Okay. Pyro ist cool. Pyro macht Spaß. Ist aber anspruchsvoll tatsächlich. Und vor allen Dingen recht teuer, weil die Pyromantiehand musst du mit Runen, mit Seelen aufleveln. Und die maximal aufzuleveln kostet 150.000 oder sowas zusammengezählt. Das ist echt unfassbar. Gut gezischt, Schlange. Interessiert mich nur nicht. Bye. Dann halt nicht. So. Wahrscheinlich war das das Trollloch mit dem Item. Das ist so ein fies verstecktes Leuchtfeuer hier. Das ist echt gemein. Brauche ich für. Ach, das steht hier ja nie. Aber ein Level haben wir doch bestimmt, oder? Fast. 1000. Ziehen wir noch Vitalität nach. 15, das reicht jetzt auch erstmal ein Weilchen, glaube ich. Bisschen in den DLC gehe. So. Das ist Scherbe. Kalter Kaffee schmeckt ekelhaft. Das ist richtig. Absolut. Ich bin auch kein Fan davon. Außer halt, wenn er bewusst kalt gebrüht ist. Das schmeckt lecker. So, dann als Erfrischung. Wollen wir kurz was testen. So. Der Typ ist der schlechteste Bogenschütze der Welt. Echt? Und ich treffe mit meiner Pyromantiehand nicht. Aber der schießt immer direkt über meinen Kopf. Das ist so lustig. Ricards Degen. Who the fuck is Ricard? So, gucken wir mal. Ein verziertes Rapier. Die Lieblingswaffe des ruchlosen, untoten Prinzen Ricard.
dessen Taten in einem Monomythos verewigt sind. Er wurde als Adliger geboren, begab sich aber auf eine verhängnisvolle Reise. Er wurde zum Untoten und verschwand im Norden. Göttlicher Segen. Oh, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gelesen, ne? Das ist das erste Mal, dass wir das finden, ja. Guinevere, die Göttin des Sonnenlichts und Tochter des großen Seelenfürsten Gwyn, wird von allen als Symbol der Großzügigkeit und Fruchtbarkeit verehrt. Ja, bei dem Dekolleté kein Wunder. Seltener Ring der Opferung, auch das ist das erste Mal. Der Träger, also dieser mystische Ring wurde im Zuge eines Opferrituals von Velka, der Sündengöttin, geschaffen. Der magentafarbene Ring ist extrem selten. Magenfarben. Das ist so wie sich. Das war lustig. Glaube ich schon ein bisschen älter. Da hat sich ein Politiker auf Twitter, ich weiß nicht mehr wer es war, aber ich könnte mir vorstellen, dass er aus der Union ist. Der hat ein Foto von einem Schild fotografiert und hat sich voll über dieses Gender-Gaga aufgeregt und dass man da jetzt, dass jetzt hier auch schon dieser Gender-Wahnsinn losgetreten worden ist hier und hat sich über die Bahnsteigende hat er sich beklagt. Am Bahnhof. Und hat nicht verstanden, dass das Bahnsteigende heißt. Dass der Bahnsteig hier zu Ende ist. Und nicht, dass damit die Leute gemeint sind, die auf dem Bahnsteig hin und her gehen. Söder war es nicht, aber ich hätte es ihm zugemutet. Ja, das finde ich auch, wie man die gesamte Spielwelt in Dark Souls hier, da, also da hinten. Der Glockenturm. Ah, das ist einfach großartig. Ja, lesen konnte er. Er konnte es halt nur nicht. Er hat es nur nicht verstanden, das Wort. Also, sind wie die Blumentopferde. Kennt ihr die? Die Blumentopferde? Tolle Tiere. Who are you? Ah, another undead, eh? I took my sense for just alone. But I'm no different from those vile creatures. Die Arroganz trieb dich und die Gier. Was du alles verkaufst, ist so sündteuer. Du spinnst doch echt. Yes, I remember that feeling. For I was the same. So, let me help you out. With your soul searching. There's nothing more to say. Er redet nicht viel. Er hat nicht so Bock auf Lore. End of story. You bloody fool. Gegenstand kaufen. Was können wir denn hier noch lesen? Balderschild? Der Schild der Ritter des alten Königreichs Balder wurde modifiziert, um die Festigkeit zu erhöhen. Balder war die Heimat des Ritterkönigs Rendal. Da ist er wieder. Doch es ging zugrunde, als unzählige Untote auftauchten. Oh, das ist aber blöd. Katharinas Set! Aufgrund ihrer Zwiebelform wird sie außerhalb Katharinas zum Verdruss der stolzen Ritter oft verspottet. Doch die kunstvoll geschmiedete, kurvige Form ist zum Parieren. Exzellent geeignet. Stahlrüstung. Gepanzerten Ritter von Berenike. Viele der einst als mächtigste der mächtigen geltenden Ritter von Berenike wurden zu Untoten und zogen nach Lordran. Doch ihre Reise war erfolglos, sie wurden zu Hüllen. Und somit zu einer großen Gefahr für alle Untoten. Balder Rüstung. Die von den Rittern des alten Königreichs Balder getragene, aus dicken Eisenplatten gefertigte Rüstung. Balder war die Heimat der Ritter, das wissen wir schon. Gut, okay, alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Alatania, auch dir. Und ein schönes Wochenende. Ja, gerne, Delobi. Man verpasst viel in Dark Souls. Tatsächlich. Ich wage sogar zu behaupten, dass wenn man Dark Souls oder überhaupt die From Software Souls-Likes zum ersten Mal spielt und durchspielt und den Abspann sieht, dass man dann nur ungefähr 60-70% des Spiels überhaupt gesehen hat. Rufe ich Eisentarkus zum Boss.
Der spuckt nichts aus, ne? Der hilft nur. Ich bin mir lore-mäßig gerade nicht sicher, ob der irgendwas... Ich glaube nicht. Deswegen müsste es eigentlich nicht nötig sein. Käfigschlüssel. Wird jetzt wahrscheinlich nicht viel verraten. Wenn ein unbesonnener Abenteurer im Versuch, die Festung zu erstürmen, erschöpft, werden ihn die Schlangenmänner nicht töten, sondern in einen Käfig sperren. Und wenn sie ihn nicht vergessen, verschleppen sie ihn später an einen unbekannten Ort. Wo ist dieser unbekannte Ort? Man weiß es nicht. Ups. War das Heribert Hirte mit dem Schild? Heribert Hirte? Dadurch fühlt er sich vielleicht nützlich und gebraucht. Der ist sehr nützlich im Kampf gegen den Eisengolem tatsächlich. Das ist einer der nützlichsten NPCs. Achso, ich muss ja eher noch darunter. Hui! Die Armbrust! Ich habe schon eine, oder? Das war jetzt... Na, normale Armbrust. Ich habe eine leichte und eine schwere. Jetzt ist es eine normale. Große Armbrust mit großer Reichweite der Scharfschützen von Karim. Er wird oft mit Scharfschützenbolzen benutzt. Ich denke immer, aber naja. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Modellen erfordert die Benutzung der Scharfschützenarmbrust Geschicklichkeit. Die Blumentopferde im Kopf. Tut mir leid. Blumentopferde. Jetzt habe ich es beinahe selber richtig ausgesprochen. Bolzen lesen. Standardbolzen, schwere Bolzen. Ja, das ist nur Taktik. Taktikgedöns. Ich wollte es gerade googeln mit dem Gendern. Da sind etliche auf Twitter erbost gewesen, warum man die Menschen, die einsteigen, gendert. Ja, es ist viel Dummheit offenbart sich auf Social Media von so manchem Politiker oder Politikerin. Es ist so traurig wie peinlich, dass man das Geschick der Welt und der Menschen in die Hände teils merkwürdig inkompetenter Menschen legt und nichts dagegen tun kann. Flammensteinplattenring lesen. Oh, Entschuldigung, ich war gerade komplett abgelenkt. Gut, dass du mich darauf hinweist. Flammensteinplattenring. Aber da steht jetzt auch nichts anderes zu dem Blitz- und Magiesteinplattenring, was er oben verkauft, ne? Ups. Ey. Welchen Release bin ich dieses Jahr am meisten gehypt? Ich habe mehrere. Jetzt vor allen Dingen auch in nächster Zeit. Also da ist gerade The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, was als erstes kommt. Nee, Quatsch, davor kommt noch Star Wars Jedi Survivor. Final Fantasy 16, auf jeden Fall. Meine Fresse. Und Lords of the Fallen, was allerdings noch keinen Termin hat. Leider. Wie stehst du persönlich zum Gendern? Ich find's okay. Also ich finde, man äußert seinen Respekt der Gesprächsperson gegenüber und spricht jeden an gleichermaßen. Und jeder soll das so handhaben, wie er möchte. Also ich bin sehr für Gleichberechtigung in der Sprache. Was ist deine Meinung zur neuen Harry Potter Serie und das im Gegensatz zu... ich finde... Gehen wir jetzt erstmal auf das Werk ein. Ich finde, dass die Harry Potter Bücher nach den erst 20 Jahre alten Filmen nochmal hergenommen werden, um sie als Serie zu verfilmen, verserien. Bescheuert. Die Filme sind legendär. Sie sind durch ihre Inszenierung legendär, Filmgeschichte, sie sind durch ihre Besetzung legendär, Filmgeschichte. In diese Fußstapfen zu treten, kann nicht funktionieren.
dieselbe Geschichte nochmal einfach. Warum, also das kannst du mit Herr der Ringe ja auch nicht machen. Deswegen hat Amazon auch 1 Milliarde Dollar in die Hand genommen, eine Serie rund um die klassische Geschichte von Herr der Ringe zu schmieden, buchstäblich. Was der einzig richtige Gedanke ist. Weil würde das funktionieren, jetzt nach den legendären Herr der Ringe Filmen, die gesamte Chose jetzt nochmal in 5 Staffeln über 5 Jahre hinweg als Serie zu verwursten? Nein, meiner Meinung nach Blödsinn. Entschuldigung, ich echauffiere mich gerade. Ich glaube, das ist eine Totgeburt. Ich habe vor, Lies of P zu spielen, tatsächlich. Jedes Souls-like landet bei mir auf dem Tisch. Ob ich es dann durchspiele oder nicht, ist dahingestellt. Das hängt dann vom Spiel ab, aber anspielen werde ich auf jeden Fall. Noch dazu kommt, dass diese für mich sinnlose Produktion, weil die Filme so toll sind und sie nicht erreicht werden können, noch mehr Geld in den Arsch pumpt einer transfeindlichen Menschenfeindin. Tut mir leid. J.K. Rowling ist eine Transfeindin und TERF radikalster Art. Und wer möchte, kann mich im Nachgang anschreiben und eine Diskussion darüber starten. Es gibt einen Nutzer auf, der hat die letzten 2-3 Jahre analysiert, wie J.K. Rowling sich anfangs geäußert hat zu dem Thema und wie sie immer radikalisierter wurde in ihren Ansichten und hat das alles schön dokumentiert. Mit ihren Twitter-Beiträgen, mit ihren Interviews, mit ihren Dingen, welche Organisationen sie unterstützt, mit welchen Leuten sie zusammenarbeitet, da tun sich Abgründe auf. Und ich kann dann jedem, der mir widerspricht und sagt, ach, die ist gar nicht so schlimm, dem kann ich gerne dieses Dokument geben und dann darf er sich gerne mal durchlesen und selber ein Bild machen. Und dann können wir gerne drüber sprechen. Oh, Mr. Darkrow, oh, vielen Dank. Das meine ich, dieses Doc, genau, wenn es das ist, dieses Google-Doc. Weil ich habe schon so oft mit sogenannten TERFs diskutiert und das kann man vergessen. Das ist verlorene Lebensmühe. Und halt so Rowling-Fans, die halt einfach diesbezüglich leider ein bisschen verblendet sind. Und die Kunst von... Ich sag ja nichts zu Harry Potter. Sie hat da eine fantastische Geschichte, fantastische Welt erschaffen. Au. Nur leider ist die Person... Ui. Autsch! Ach, das war jetzt wirklich Blödsinn. Eine Hass und Hetze verbreitende Transfeindin. Und das ist gefährlich, weil Transmenschen weltweit verfolgt werden, unterdrückt werden, getötet werden, aufgrund von Transhass. Ihre Identität wird ihnen abgesprochen, was komplett menschenunwürdig ist. Und sie sorgt mit ihrer Reichweite dafür, dass sich Transmenschen weltweit nicht sicher fühlen können. Ah, ich werde krusche oder sauer. Den Rostring brauche ich tatsächlich nicht mehr. Den Reut. Gute Idee. Können wir gerade mal wieder eintauschen. Gegen was eigentlich? Paino, Dankeschön für dein Abo. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Verstärkt Balance. Itzanagi hat ein Abo. Ach nee, das war Itzanagi, der ein Abo verschenkt hat. Das sehe ich jetzt erst. Dankeschön, Itzanagi. Vielen Dank. Nee, TERF, T-E-R-V. Das sind radikale Feministinnen, die ihren Transhass hinter Pseudo-Feminismus verstecken. Die jedweder Transfrau unterstellen, dass sie in Frauenumkleidekabinen einen Penispropeller machen. Also, das ist unterirdisch, diese Argumentation, die diese TERFs haben, um die Geschlechtsidentität von Transpersonen nicht nur in Frage zu stellen, sondern sie als Gefahr darstellen, ist für mehr Lore-Items. Nee, die lassen keine Lore-Items fallen, sondern einfach nur mehr Consumables, ihre Waffen, die sie ständig fallen lassen. Also da ist nichts, was wichtig wäre. Für den goldenen Schlangenring.
Warum spiele ich nicht mit der leichten Rolle? Habe ich sie fast. Naja, das geht. Damit kann man arbeiten. Findest du Remnant from the Ashes eher Souls-like oder Soulsborne? Es war schon ziemlich actionlastig, tatsächlich. Für From Software, Herr der Ringe oder Star Wars? Ich glaube, From Software fühlt sich wohler in so Mittelalter- und Fantasy-Szenarien. Tanzrecht, das ist wieder was anderes. Du darfst die sexuelle Orientierung nicht verwechseln mit deiner Geschlechtsidentität. Also Homosexualität, Bisexualität, Asexualität hat nichts damit zu tun, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst. Also Transfrauen können auch lesbisch sein oder hetero. Also das hat damit nichts zu tun. Das bringen auch viele durcheinander. So. Kein Problem, Tanzrecht. Da habe ich meinen Bildungsauftrag für heute erfüllt. Du rufst ihn doch? Ja. Im Zweifel bringt es doch loremäßig irgendwas, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, aber der Kampf ist jetzt ja auch nicht wirklich spannend, oder? Deswegen bringen wir den schnell zu Ende. Das ist jetzt wirklich keine Herausforderung, das Ding. Wenn der einmal auf den Knien ist. Ja, da kommt sogar schon in Ende des Monats kommt der zweite Teil von Fallen Order. Survivor heißt der. Und der kommt am 28. glaube ich. 28. Oh, schau mal. Jetzt fällt er sogar runter, glaube ich. Ja, bye. Schön. So. Hui. Ja, genau. Die Seele, die dem Eisengolem, dem Hüter von Sens Festung und vielfachem Heldentöter von Arnor Londo als Kernstück dient. Ursprünglich ein Knochen eines immerwährenden Drachens. Mit diesem Objekt kannst du eine große Menge Seelen erhalten oder eine einzigartige Waffe anfertigen. Ja, das ist eine Augenöffner-Szene in diesem Spiel. Wo man denkt, man hat schon alles gesehen in Dark Souls. Kommt die hier. Mache ich Bosswaffen? Tatsächlich, wegen der Lore. Also, wir wollen schon versuchen, alle Bosswaffen zu schmieden, wegen der Lore, die in diesen Bosswaffen steckt. Wer hat den Eisengolem erbaut? Der Wächter, er soll als Wächter für Sens Festung dienen. Wir müssen nur ein bisschen rauskriegen, was der Sinn von Sens Festung ist. Welchen Boss legst du als Superboss? Orni und Smaug, das gebe ich in eure Hände. Das haben wir schon letzte Woche kurz mal angeteasert, dass wir, das wird allerdings heute Abend nicht mehr passieren. Arnor Londo ist zu groß für heute Abend noch. Dass wir das euch entscheiden lassen. Wer fällt als erstes und wen ich dann als große Variante bezwinge. Was soll man dazu sagen, ne? Also, das ist etwas, was From Software unerreicht meisterhaft vermag, diese Kulissen zu schaffen, die auch nicht nur Kulissen sind. Also denselben Moment hatte ich in Elden Ring, als ich zum ersten Mal nach Leyndell reingestapft bin und diese Stadt vor mir gesehen habe mit diesem riesen Drachen. Und habe mir gedacht, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Und es ist alles erkundbar. Jeder letzte Meter von dieser Kulisse war erkundbar. From Software, ihr seid Meister, wirklich. Das ist unglaublich. Das hier, also es tut mir, also come on. Also diese Beleuchtung, erinnert übrigens, oder das, da hat sich für diese Architektur, da hat sich Miyazaki von dem Mailänder Dom inspirieren lassen. Sucht gerne mal auf Google Mailänder Dom und vergleicht es mal mit dem, was ihr hier seht. Wir waren letzten Sommer in Italien und sind dann tatsächlich auch nach Mailand gefahren und haben uns 20 Euro in die Hand genommen, um den Mailänder Dom plus Dach besuchen zu dürfen. Ziemlich teuer. Aber das war es wert. Das war Arnor Londo live erlebt. Ich habe nur ständig Angst gehabt, dass mir irgendwo Großpfeile um die Ohren fliegen.
Jetzt gibt's doch hier nochmal Funke-Titanit, oder? Aber ich habe die Werkzeugkiste nicht dabei, ich Depp. So, Feuerhüterin. Zu Smallland habe ich ein Video gedreht, das wird nächste Woche live gehen. Ich glaube sogar Sonntag. Sonntag schon, oder? Moment, ich muss zuhören. What follows thereafter depends upon you. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. The bonfires attended by the keepers are special. Yeah. They are linked to one another. And their flames never die. Oh, sie sterben. Sie können sterben. If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. If you require rest, ja. Essensflakon verstärken. Noch haben wir keine weitere, genau. Ja, dann muss ich jetzt Intelligenz nachziehen. 15, ne? Okay. Schon fertig. Beweglichkeit geht 1, Schritt 4. Okay. Wie finde ich das Selbstbestimmungsgesetz? Ja, danke, her damit. Her damit. Längst überfällig. Jede Menge andere europäische Länder haben dieses Gesetz zum Teil seit 8 Jahren. Braucht man Wille für die Dame der Kleriker? Nein? Da braucht man nichts dergleichen, tatsächlich. Ja, ich finde den Lore-Run auch total spannend. Also, gerade was man jetzt so... mir macht Spaß, tatsächlich. Was ist das für ein Gesetz? Du kannst jetzt sehr viel einfacher deine eigene Geschlechtsidentität amtlich bestätigen lassen, eintragen lassen. Wenn man früher als Mensch im falschen Körper den ganzen schwierigen Weg durchleiden musste, um das echte Geschlecht an das gefühlte Geschlecht anzupassen und das dann auch noch irgendwie amtlich belegen zu lassen, damit es auch wirklich, damit man seinen Namen ändern darf, damit es so im Pass steht, musste man sich fiesen psychologischen Untersuchungen unterziehen, Fragebögen ausfüllen, die, das müsst ihr mal recherchieren, Fragebögen rund um Transpersonen, wo so Dinge drinstehen, haben sie schon mal daran gedacht, Sex mit Tieren zu haben? Das ist sowas von unwürdig. Ich würde das nie jemandem stellen. Nie, diese Frage würde ich nie jemandem stellen. Egal welche. Ehrlich. Also, genau. Und insofern, das Selbstbestimmungsgesetz vereinfacht das alles. Kommst du jetzt? Okay. You don't care, ne? Ist okay, alles klar. Warst du noch Wille für die Sunlight Warrior? Oh shit, stimmt. Ach Gott. Oh, ich müsste so viel... Ich müsste... 30 Wille braucht man dafür, ne? Oh wow. Da hast du dich jetzt aber nochmal schön um 180 Grad gedreht. Danke. Hä? Manchmal schaffen die es echt... Wille? Oh, gut, wenigstens keine 30. Au. Bank.
Deine Gehbehinderung ist abstoßend für Leute. Dann würde ich mich von jedem dieser Leute trennen. Also im Ernst. Dämonen-Titanit. Ach, da funkelt die auf der anderen Seite. Und die Mimik, die hat das Kristall, die Kristall-Hellebarde. Ich lasse mir dreimal von Soler helfen, dann reichen 10 Wille. Okay. Also ich habe mir einmal helfen lassen bei den Gargoyles. Ich werde mir dann nochmal helfen lassen bei dem Tausendfuß-Dämon. Ich habe mir nicht helfen lassen beim Klaffdrachen. Dann muss ich mir ja... Kann ich mich ja nur noch... Bei Gwyn. Aber dann ist das Spiel vorbei. Das ist blöd. Weil sonst kann man nicht mehr rufen, ne? Sind die einzigen Möglichkeiten. Oder fällt mir jetzt gerade noch nicht eine ein? Ach, stimmt, bei Ornstein und Smau. Korrekt. Dann müssen wir das wohl machen. Kann man mich in München treffen? Also ich wohne nicht mehr direkt in München. Ich wohne im Münchner Umland, im Norden, in Unterschleißheim. Insofern ist es eher unwahrscheinlich, dass man mich irgendwie mal irgendwie in München trifft. Jo, da habe ich einen richtig schönen Fehler gemacht. In Uschi ist es aber auch hübsch. Ja, ein bisschen ruhiger. Wegen seinem Ring. Ja, das, wie gesagt, das lasse ich euch nächste Woche entscheiden. Über eine Umfrage. Wer groß werden darf, Ornstein oder Smau. Kann ich mich mit dem Münchner Spirit verbinden oder ist dir das eher fremd? Ich habe mich relativ schnell in München verliebt, als ich, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, hierher gezogen bin. Die Stadt selbst ist fantastisch. Die Bayern, merkwürdiges Volk. Wen finde ich besser, Ornstein oder Smau? Ich finde, Ornstein ist halt irgendwie ein bisschen cooler, der sieht einfach cooler aus. Ich will jetzt nicht alle Bayern pauschal über einen Kamm scheren. Also bitte Entschuldigung an jeden, der hier auch Bayer ist. Aber, es ist die Münchner insbesondere, also dieser Begriff der Münchner Schickeria, den gibt's nicht umsonst. Und das ist etwas, womit ich nicht so kann. Kristallhellebarde. Da wird nichts Neues dabei stehen, ne? Ja, genau, okay. Entschuldigung, angenommen. Danke, danke, danke. Zum Glück bin ich Franke. Ja, die Franken, die keine harten Konsonanten kennen, ne? Und das Rolle der. Alrighty then. Nützt Feuer was gegen Mimics? Ja, und Blitz. Blitz und Feuer mögen sie beide nicht so wirklich. Franke und gleich Bayer, das ist richtig. Das ist wie mit den Schwaben und Badensern. Die sind auch unversöhnlich. So, Leute. Dann werden wir hier mal einen schönen Cliffhanger setzen für die nächste Woche, wo wir dann Arno Londo in seiner Gänze erkunden und ausquetschen, was Sidor angeht. Hier warten zwei Bosse. Einer ist cool, der andere nicht. Aber wir werden Siegmeyers Questlinie fortführen. Solers Questlinie fortführen. Da wird einiges passieren. Anodon ist einfach tolles Gebiet, in dem man sich rumschlagen kann. Leute, es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich möchte mich bedanken für die Follows und die Abos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Und wenn ihr wollt, nächsten Freitag 19 Uhr an genau dieser Stelle mit diesem pulsierenden Brust hier geht es dann weiter. Macht's gut, ich wünsche euch was. Bye, bye. Tschüss.